Wir haben heute das größte Update für Brawl Stars China. Wir werden uns alles anschauen mit einem neuen Story-Modus, neuen Gratis-Brawlern, den ganzen Boxen, Sachen, die entfernt worden sind und vielem, vielen mehr. Viel Spaß. Und damit geht es los. Ich habe mir noch nichts angesehen. Ohne Witz, ich bin ultra gespannt. Das neue Update auf China, in China, wie auch immer, lädt runter und ich hoffe, es lädt nicht zu lange. Mal schauen. Also, ich kann nichts lesen, was da steht, leider. Nach etwa 2 Minuten ist jetzt die Hälfte runtergeladen. Das ist das größte Update, was ich jemals für Brawl Stars runtergeladen habe. Und solange es hier noch runterlädt, übrigens danke schon mal für fast 600.000 Abos. Und wenn ihr auch weiter nichts verpassen wollt, natürlich wie immer gerne abonnieren. Ich push gerade ziemlich krass rein und versuche wirklich in diesem Jahr die 1 Million zu schaffen. Ihr wisst es, also wird geil, mal schauen. 4 Minuten, 4 Minuten, ich habe echt gutes Internet. Oh, wir sehen schon Miko, sie haben bisher noch nicht gratis Miko in den Shop bekommen. Wir sind drin. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Boxen werden in Pins umgewandelt? Okay, ich muss kurz übersetzen. Die haben den Starpfad entfernt, steht da. Die haben den Starpfad entfernt und stattdessen Boxen eingeführt in China. Also gerade andersrum wie hier in Europa. Ist das krass. Okay, wir haben direkt noch die Login-Belohnung. Die sind relativ identisch, ne? Ihr wisst, Tag 15 kriegen wir Griff oder Edgar. Und jetzt sind wir gerade an Tag 5 inzwischen auf dem Account. Und das bedeutet, ich kriege hier Penny. Power 7. Ist geil. Zum ersten Mal auch Gadgets freigeschaltet, glaube ich. Mal schauen. Ja, was ist das? Der neue Pass. Ich glaube, ist nichts Besonderes. Ich drücke mal drauf und... Ah, okay, wir kommen einfach zum neuen Pass. Okay, das heißt zum ersten Mal inzwischen aber auch der neue Brawl Pass Plus. Auch in China angekommen. Geil, Mann. Weil das letzte Mal hatten wir noch den alten Pass. Da kriegen wir erstmal 500 Powerpunkte. Okay. Und ich schaue mal so ein bisschen den Pass durch. Also erstmal ist es nicht... Stimmt, es ist nicht der aktuelle Pass. Also Stufe 25 haben wir so Credits und so. Das ist alles normal. Aber was mir halt jetzt schon auffällt, es ist nicht der Pass, den wir gerade haben. Es ist ja der Pass von Anfang Januar. Den haben wir am 4. Januar, glaube ich, bekommen. Es war die allererste Season mit Colette. Wir haben ja aktuell schon die Drachen-Season mit, wie heißt der Brawler? Kid, mit diesem Kid-Skin drin. Aber ansonsten scheint der Pass relativ normal zu sein. Hat hier auch einen Spielertitel am Ende, also eigentlich nichts so Spannendes. Okay, jetzt erstmal ins Menü. Okay, passt auf. Die haben halt allen Ernstes einfach den Pfad entfernt. Die haben einfach den Star-Pfad entfernt. Hä? Okay, wir drücken auf Brawler. Der Shop natürlich ist auch gleich nochmal spannend. Brawler hat sich denn nichts verändert. 74 auch nur. Haben wir Kit? Ah, Kit, oh, Kit gibt's inzwischen. Was kann ich denn hier drücken eigentlich? Lol, okay, wir kommen direkt zum Shop. Okay, komm, dann schauen wir jetzt direkt in den Shop rein. Und was hier im Shop ist, ist halt insane. Das sind offensichtlich die Gratisgeschenke. Ich weiß nicht, oh mein Gott, wir kriegen Miko, glaube ich. Ist das heftig. Okay, das ist schon interessant jetzt. Sind die Gratisgeschenke identisch? Die kriegen einfach jetzt die Weihnachtsgeschenke. Das ist komplett insane. Die kriegen einfach jetzt die Weihnachtsgeschenke. Aber für diesen Brawly-Days-Pin haben wir den auch bekommen an Tag 1? Ich weiß es nicht genau. Also wenn es genau stimmen müsste, müsste jetzt an Tag 3 gleich Miko kommen. Ich kann die Geschenke, um ehrlich zu sein, jetzt wirklich nicht mehr auswendig. Wir kriegen ein Startup erstmal, das ist immer ganz geil. Hoffentlich einen guten, und zwar episch. Ah, ganz ehrlich, nehmen wir einfach mit. Das hängt ewig. XP, XP jetzt. Tag 3 müsste jetzt Miko sein. Und? Es hängt sehr lange. Da ist es. Es ist tatsächlich Miko. Interessant. Ich habe es euch gesagt, dass ich euch mal updaten werde, sobald Miko hier rauskommt. Junge, die Beschreibung hier auch komplett auf Chinesisch. Ja, mal schauen, was wir noch so bekommen. 300 Münzen. Ich weiß nicht, ob wir das auch alles überhaupt abholen können. Da oben steht 21 Tage, 16 Stunden. Ich befürchte fast, dass wir noch nicht alles abholen können. Wir werden es dann sehen. Wir kriegen den nächsten Startup, und zwar super selten. Ist ganz geil, das hängt es natürlich wieder. Also ihr müsst überlegen, wir sind hier natürlich jetzt nicht in China direkt. Das bedeutet logischerweise, wir werden halt ein bisschen warten müssen teilweise, weil die Server natürlich nicht die schnellsten sind von der Verbindung. Ich meine, wir haben eine weite Verbindung bis nach China. Ist eh krass, dass sowas geht. Hier so ein wütender Mikro-Pin. Am Tag 7, ah, da sehen wir es schon. Es geht noch an Tag 7 und Tag 8. Aber dann hört der Spaß auch leider, leider schon auf. Wäre geil gewesen, wenn wir noch weitergekommen wären. Dafür nochmal ein epischer Star-Drop. Der hängt wieder sehr lange. Ah, keine Ahnung, Mann. Das hängt echt ein bisschen arg lang. 100 Bling. Und der allerletzte. Ich glaube, es sind genau dieselben Belohnungen. Wenn ich falsch liege, gerne in den Kommentaren darauf hinweisen. Ich kann mich gerade nur an diesen Brawly-Days-Pin nicht erinnern. Oh, das ist mal geil. Da oben. Was steht da oben, bitte? Was ist das für eine Meldung? So muss die Diva sein. Alle perfekten Helden am 5. Februar um 7.25 Uhr aus der Schatztruhe erhalten. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die deutsche Übersetzung nicht ganz optimal ist. Also irgendwas gibt es in der Schatztruhe, also wahrscheinlich die neuen Boxen, die zurück sind am 5. Februar. Das war bei mir schon, also bei euch auch natürlich auch. Dann kriegen wir hier einfach das Du-Angebot. Ja, so viele Gems habe ich jetzt nicht. Das ist ganz geil. So einen legendären Drop am Ende haben wir genauso aber in Deutschland auch gehabt. Okay, weiter geht's. Drittes Angebot. Das ist neu. Hä? Das ist ja übel klein. Ich dachte, da würde es richtig viel kommen. Da brauchen wir leider diese neue Währung. Diese 300, ich nenne sie mal... Ach, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Super Gems oder... Nee, Gems werden es nicht sein. Super Marken nenne ich sie mal. Ne, bräuchten wir dafür, um diese neuen Superboxen freizuschalten. Das ist ja eine bessere Megabox praktisch. Mal schauen. Nee, ich habe nichts. Die kosten mich halt 12 Yuan. Das ist halt, nee, ich habe auch die chinesische Währung halt leider natürlich nicht aufgeladen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Nächstes Angebot. Junge, wie viele Angebote? Also ich kann für 820, ach, das ist echt ein ganz komisches System.
Also ich muss halt praktisch eine bestimmte Anzahl an Boxen kaufen, 18. Und dann kann ich für dieselbe Anzahl von diesen Supermärkten nochmal mehr Boxen kaufen. Also ich kaufe praktisch ein Angebot, um dann halt nochmal ein weiteres, besseres Angebot zu kaufen. Haben wir so ähnlich oder eigentlich genauso auch auf den deutschen oder europäischen Servern gehabt. Aber ja, das Ding ist halt, wie kann man sagen, hier sind die Angebote halt relativ verkleinert, ne? Nur 2 Stück jeweils. Es geht noch weiter. Junge, wie viel? Oh mein Gott. Ey, das werden sich die ganz Reichen hier gegönnt haben, ne? Junge, 41 Superboxen. Und 45, ja, da steht auch der Value dabei. 9-facher Wert ist es eine, 10-facher Wert der andere. Ja, crazy, crazy. Das ist schon heftig. Noch 8 Tage gilt das, glaube ich. Aus diesen Boxen könnt ihr bis zu, ich glaube, 500 verbleibende Gegenstände ziehen und instant euren Account maxen. Aber die Chance ist halt irgendwie 1 zu 10.000. Also ist super, super gering, dass ihr da was Krasses rauszieht. Aber ja, ist halt schon heftig, ne? Ist halt schon heftig. Junge, was ist das denn? Wo ist der Rest vom Angebot hin? Warum ist Kit so klein? 1980 aber direkt, ne? Nur für Kit, also ja, schon krass. Ja, ansonsten, die Angebote sind eigentlich sogar sehr identisch zu unseren Angeboten. Die habe ich gerade auch erst im Shop. Also das heißt, da sind wir schon deutlich näher dran. Zum einen hier das Colette-Angebot, Navigatorin-Colette, dann hier Spike mit dunkler Lord-Spike. Die Gems haben wir trotzdem nicht. Dann auch hier der Barley-Skin. Oh, jetzt wird es sehr spannend. Was ist das denn für ein Angebot? Ach, lol, da haben sie noch so eine Superbox reingepackt. Perfekt. Dann auch hier sehr, sehr, sehr spannende Angebote. Eve... Dann der Eve-Skin, der Baiko-Eve-Skin und wieder 2 dieser Superboxen. Finde ich echt interessant. Dann natürlich auch den Weihnachtsmuffel Miko. Direkt in den Shop. Junge, es lädt überhaupt nicht mehr. Wir gehen mal ein bisschen weiter schnell. Gummibär Nita ist auch nicht so spannend, aber hier Hypercharge-Pakete. WTF sind hier reduziert. Von 2400 Gems auf 489. Das ist wirklich krass. Noch Instant Power 11 dabei. Hatten wir, glaube ich, bei unseren auch. Ja, das kennen wir jetzt schon, ne? Dynamike, Leon, Crow dann auf jeden Fall. Fang auch sehr spannend. Okay, das ist wieder krass. 5000 Bling. Wobei wir letztens in den Angeboten auch irgendwie ein Angebot für 10.000 Bling hatten. Also so gesehen, ja, geht eigentlich voll fit. Dann haben wir hier nochmal die gelbe und die rote Karte. Und es geht noch weiter. Miko Hypercharge. Was ist das? 10-facher Wert. Das sind diese... Also sagen wir mal, die einen werden halt die super Megaboxen. Dann sind das sozusagen die super Bigboxen, ne? Diese gelben da. Keine Ahnung. Ich sag auch ehrlich, die sehen, finde ich, vom Design echt nicht geil aus. Ich finde, die sehen ein bisschen veraltet aus, oder? So ein bisschen abgeblasst. Dann haben wir hier nochmal das Angebot. Und dann haben wir direkt im Shop auch hier, können wir es mal sehen, ne? Jetzt habe ich es, ich kann nicht kaufen. So, da seht ihr es mal, ne? Direkt im Shop, Rawbox, Megabox, Superbox nenne ich sie mal. Und halt, ja, die halt vor allem, ne? Diese Super Megabox nenne ich sie mal, ne? Das sind so die Varianten. Und die könnt ihr auch direkt für Credits kaufen, halt drauf hoffen, dass ihr irgendwas Krasseres draus zieht. Dazu habe ich jetzt noch krasse Neuigkeiten. Vor 2 Wochen habe ich angekündigt, alle Einnahmen, die ich direkt von Zuschauern bekomme, zum Beispiel Spenden von Zuschauern oder Einnahmen durch Mitglieder, direkt zu 100% an Charity zu spenden. Und in den ersten 2 Wochen haben wir so insgesamt schon 1.300 Euro, also fast 1.300 Euro zusammenbekommen. Und die werde ich jetzt nochmal verdoppeln. Das heißt, ich habe schon über 2.500 Euro an unsere Organisationen gespendet. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das Ganze auch total leicht unterstützen und Kanalmitglied werden. Ihr könnt schon ab 1 Euro Kanalmitglied werden, habt dann direkt ein eigenes Abzeichen und eigene Emotes für zum Beispiel Kommentare oder den Live-Chat in den Streams. Dazu bedanke ich mich bei jedem einzelnen Mitglied und mit jeder Stufe habt ihr höhere Vorteile. Bei der höchsten Stufe bedanke ich mich so auch bei euch im Video. An der Stelle nochmal Danke an folgende Mitglieder. Raphael, Carrie by Elvin, W3G, Joel, Salomon, Detlef und Palvi. Bei den Hilfsorganisationen haben wir uns für 3 verschiedene Organisationen entschieden. Zum einen die Deutsche Krebshilfe, die seit über 50 Jahren gegen Krebs kämpft und Betroffene unterstützt und auch die Forschung gegen Krebs unterstützt. Den WWF, der seit über 60 Jahren für Natur- und Umweltschutz auf der ganzen Welt kämpft und viele Projekte am Laufen hat. Oder auch die Welthungerhilfe, die seit über 60 Jahren auf der ganzen Welt ihre Projekte hat. Und so unterstützen wir auch direkt ein Projekt in Ostafrika, wo es gerade eine große Dürre gibt. Wenn auch ihr Kanalmitglied werden wollt, ich werde alle Einnahmen spenden, ist der Link ganz oben in der Beschreibung. Und noch ein weiterer Link, da kommt ihr direkt zu den einzelnen Spendenaktionen. Und so könnt ihr eben auch direkt an die einzelnen Aktionen spenden, wenn ihr das möchtet. Danke für jeden Support und ich bin mir sicher, dass wir noch einiges zusammen erreichen werden. Danke. Oh, und da ganz hinten sind die Gratisgeschenke. Ja, moin. Und da ist der Katalog, dass man einmal durch den Shop swipen muss. Das ist ja bei uns gerade andersrum. Das finde ich auch eigentlich ganz gut, weil ansonsten müsstest du halt jedes Mal durch den kompletten Shop einmal durchscrollen, ne? So, da sehen wir es. Kann ich hier Plus drücken? Ne, brauche ich einen Brawl Pass. Genau, macht Sinn. Und hier hinten sind dann die ganzen Mal. Okay, das war der komplette Shop. Und so mal schauen. Creator Code. Jonas, das ist schon vorgeschlagen. Ne? Könnt ihr mich gerne supporten, aber ich denke, in China wird es ja weiter natürlich nicht gehen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich kenne jetzt halt keine chinesischen Creators, sonst könnte ich da eben einen Code eingehen. Ich weiß es, ich kenne halt keinen. Okay, super spannend ist auch der Trophäenpfad. Denn der wurde ja auch unfassbar heftig angepasst. Die haben einfach im Trophäenpfad. Hey, wie geil. Die haben da jetzt wirklich einfach die ganzen alten Brawler wieder reingepackt. Und in Starpfad haben die das Update einfach rückgängig gemacht in China. Ich weiß es nicht.
Also das ist insane. Ich bin persönlich gar kein Freund davon. Ich bin persönlich ein sehr großer Fan von den Credits und Starfight in Verbindung mit den Stardrops. Ob man Boxen zurückbringt, kann man sich drüber streiten, aber das, hey, wie geil das auch aussieht. Ich scroll mal ein bisschen durch, so die spannendsten Punkte. Aber ich glaube, ja, mal schauen, die Brawler vor allem. Brock, Dynamike, dann haben wir hier Bo. Aber die haben Stardrops trotzdem eingeführt. Hä? Die haben jetzt praktisch Credits und Stardrops entfernt. Credits und den Starpfad entfernt. Bringen Megaboxen zurück, aber die Stardrops behalten sie. Also alles mit Zufallsfaktor ist im Game drin. Es gibt Stardrops, Megaboxen, Bigboxen, Superboxen und Super-Megaboxen, was auch immer. Wirklich komplette Ballerung an Sachen mit Zufallsfaktor. Okay. 5000er mythischer Stardrop. Es ist einfach so eine Mischung aus unserem Pfad. Wobei ich persönlich die Star-Pfad-Brawler sehr, oder die Trophäen-Pfad-Brawler sehr krass gefeiert habe. Muss ich ehrlich sagen. 8000 Ems und irgendwas Neues. Auf 9900 ist du gerutscht. Und dafür auf 10.000 dann legendärer Stardrop. Ich glaube, ansonsten ist eigentlich dann alles gleich. Die haben halt. Hä, nein, da gibt's auch noch Credits. Ich check gar nichts mehr. Also, ich check's nicht so ganz. Also, sie haben die Stardrops drin gelassen, sie haben den Starpfad einfach nur entfernt. Ja, aber wie werden denn die Brawler? In welcher Reihenfolge werden die Brawler denn dann freigeschaltet? Ich glaube, die Credits sind jetzt nur noch eine Währung, mit der ihr Boxen kaufen könnt. Also, das ist aber wirklich. Ich glaube, ihr könnt wirklich mit diesen Credits. Also, ich bin lost. Ihr müsst dann ganz rüber swipen. Hier. Was anderes könnt ihr nicht mehr kaufen. Dann lass das so direkt machen, oder? Oder bin ich jetzt dumm? 217 Credits. Ich lese mal kurz nach. Da steht, Heldengutscheine können zum Einlösen von Schatztruhen verwendet werden. Also Schatztruhen sind halt Boxen. Das heißt wirklich, diese Credits, die haben die Credits drin gelassen, aber man kann mit diesen Credits nur noch Boxen kaufen. Ja, dann machen wir das doch direkt, oder? Guck mal jetzt hier. 176, wenn wir die jetzt eh nur noch für Boxen gebrauchen können, dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, oder? Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler. Ich hätte jetzt irgendwie vielleicht in einem Angebot noch besser nutzen können. Jetzt ist es zu spät, komm. Megabox hier in der China-Version. Die sind schlechter als in der deutschen, das ist insane. Ein verbleibender Gegenstand, 96 Münzen. Crazy. Also wenn man die alten Megaboxen sucht, sind es eher diese neuen blauen, ne, die da. Und wie gesagt, die haben auch die Chance, da steht es immer, das ist dieser ewig lange Text, da steht auch, da habt ihr die Chance, auch 10 Max-Brawler auf einmal zu ziehen oder auch einen ganzen Account zu maxen. Ja, die sind halt insane. Wahnsinn. Okay, hier sehe ich schon ein Extra-Menü. Ich glaube, ich brauche 60 oder 100 Trophäen. Dann bekomme ich das. Was wir natürlich auch nochmal uns anschauen wollen, ist die Lobby, die es einfach mal gibt hier. Das bedeutet, ihr könnt einfach Lobbys betreten und dort mit Spielern interagieren. Wir können jetzt hier eine eigene Lobby erstellen oder bestehenden Lobbys beitreten. Und ich bin mir nicht sicher, das haben sie sogar nochmal angepasst, oder? Ist das geil. Und noch dieser Megabox-Rucksack, den haben wir letztes Mal freigeschaltet. Ich will mal ganz kurz sehen, wie... Oh, lol, 104 Sterne hat er einfach. Ich will mal sehen, was hier so abgeht. Also ich glaube, an sich ist es eigentlich relativ identisch so, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche zu dem, was ich schon mal gesehen habe. Wir können auch so Pins schon mal reinschicken, ich weiß es nicht wie. Hier, lol, keine Ahnung, was die schreiben, keine Ahnung. Ich brauche 5 Trophäen, um zu schreiben. Perfekt, danke dafür. Okay, aber an sich sehe ich jetzt hier eigentlich nichts Spezielles, oder? Nee. Aber sieht schon geil aus, auf jeden Fall wieder. Oh mein Gott, ich habe eine neue Umgebung entdeckt. Die ist neu. Wie geil. Die ist auf jeden Fall neu. Burger Brawl einfach. Da ist so ein riesiger Tick. Schneemann daneben ist noch ein originaler Tick sogar. Ja, das ist ja richtig geil. Das ist so ein bisschen Freizeitparkmäßig gemacht, ne? Wir sehen hier Ricos. Einfach so ein Geschenk. Arkaden einfach ein bisschen mit Rico. Dann haben wir hier 8-Bit dazu passend. Dann haben wir Ems. Pumpbox. Aber hier auch alles auf Englisch. Also auch in der chinesischen Version. Krass. Dann haben wir hier Poco Loco, Luchador und Bitstream. Hä? Wie random. Laufen einfach so kleine Spiele drauf. Mr. Bad's Home Run, also von Bibi. Ihr Schläger heißt ja Mr. Bad. Hä, wie geil. Einfach so Anspielung auf Brawler. Und das ist noch ein riesiger Screen. Ah, das sind diese Skins von Shelly und Colty, die auch rausgebracht haben. Das ist alles echt krass, was die so haben, ne? Schon geil, ne? Boah, hier noch Stu, der Skin auch. Noch Werbung dafür einfach. Geil, Mann. Ey, ist schon gut gemacht. Welche Brawler fehlen denn jetzt noch? 75. Ah, Miko haben wir gerade freigeschaltet. Also ich glaube, es fehlt nur noch Larry und Lowy. Die chromatische Seltenheit haben sie scheinbar auch entfernt. Macht ja auch Sinn. Okay, wir gehen auf die Geschenke. So, da habt ihr doch schon drauf gewartet, oder? Das ist unfassbar. Was ist da denn los? Okay, wir beginnen mal ganz unten. Das ist am einfachsten. Also eine 1, irgendwie so ein Kürbis. Okay, hier sehen wir die Übersicht jetzt einmal hier gescheit. Wir kriegen hier so Pins, wir kriegen Münzen, Powerpunkte, Credits. Ich denke, alles zum Neujahr, würde ich mal schätzen, am ehesten, oder? Ja, da steht's. Wildes Brawl, Drachen-Neujahrsparty. In China beginnt jetzt das Jahr des Holzdrachen. Ah, und da steht, da muss man 5 Videos liken. Also auf Social Media halt einfach praktisch kommentieren, Bilder liken, was posten mit dem Hashtag. Und dann bekommt ihr alle möglichen Belohnungen. Okay, das war schon mal eine ganze Menge. Dann haben wir die Ingame News. Die haben einen Live-Kalender im Spiel, wann die Events sind.
Das ist übel geil. Muss ich wirklich sagen. Das finde ich wirklich richtig geil. Wir sehen, wann Kit hier ist. Von wann bis wann. Miko sehen wir, den dunklen Engel Codeskin sehen wir schon eingetragen. Der kommt dann so am 13., 14. raus ungefähr. Okay, jetzt nochmal das erste Menü. Da kann ich jetzt mitmachen, aber wie kriege ich denn jetzt diese Punkte? Ah, das ist die Verlosung. Ah, und die sind auch verschieden teuer, okay. Irgendwie, Pam, der Kobold-Karl ist ganz günstig und das Ems und der Stara-Skin. Und so Popcorn Rico zum Beispiel ist dann relativ teuer. Ah, okay, da muss ich da so Quests machen. Teilnahme an einem Spiel, Teilnahme an drei Spielen und so weiter und so fort. Ja, das ist übel geil. Insgesamt drei Tage eingeloggt. Ah, wenn wir fünf Spiele gewinnen, kriegen wir zum Beispiel hier rechts, ne, so 50 Marken. Ah, da kann ich noch so runterscrollen sogar. Ja, das ist übel geil, das will ich machen. Wir müssen gleich sowieso, glaube ich, noch ein Spiel machen, auch um irgendwas freizuschalten, weil hier hatten wir auch drei Menüs und die kriege ich erst bei 60 Trophäen steht da und bei 100. Das kriegen wir easy hin, das machen wir dann direkt. Oh, der neue M-Skin, da haben wir ihn. Übel geil. Wie geil, was sind die Belohnungen? Also man kriegt, glaube ich, eine Zufallsbelohnung und kann dann unter den ganzen Sachen was bekommen. Also entweder ein paar Powerpunkte, ein paar Münzen, aber auch Bull zum Beispiel, dann ganz random einfach der Bow-Skin oder auch hier so Marken, auch kein, ich verstehe es noch nicht ganz, wie das funktioniert. Ich glaube, man kann entweder Marken kriegen für den Skin und die dann einlösen oder halt direkt den Skin bekommen. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Und hier haben wir ein Video, glaube ich, oder? Junge, das ist aber hier eine wilde Anmod auch für den Skin, ne? Da sehen wir es nochmal. Wahrscheinlich auch, dass man hier Geschenke gewinnen kann. Und vom 2. bis zum 28. Februar der neue M-Skin. Sieht schon sehr geil aus, sage ich ehrlich. Auch die Anmod, so eine Art Feen- oder Engels-Skin, würde ich mal sagen, würde ich es mal nennen. Schon, okay, wieder eine sehr, sehr wilde Animation auch am Start. Man erkennt aber Ems irgendwie gar nicht mehr, sage ich ehrlich. Lol. Okay, crazy. So sieht der Skin aus. Also die mögen auf jeden Fall Flügel. Boah, okay, sage ich ehrlich, das ist schon sehr, sehr geil wieder. Also sieht schon sehr heftig aus. Vor allem auch die Kill-Animation dann nochmal dazu. Ja, würde ich auch feiern und kaufen. Wieder nur für mich persönlich ist der Skin wieder zu groß, ne? Vor allem mit den Flügeln. Und vielleicht ein bisschen zu aufwendig. Aber auch hier in dieser Lobby sieht er übel geil aus. Ja, also sehr, sehr krass. Dann haben wir hier so verschiedene Stufen. So 1000 Münzen, 3000 Bling. Aber ich glaube, um den zu kriegen, muss man schon so 40, 50 Euro ausgeben. Also ist schon ein teurer Skin. So meine ich zumindest verstanden habe. Also, ja, mal weiter. Ah, okay. Ich glaube, hier kriegen wir einfach Rabatt, ne? Auf diese neue Sonderwährung. Ja, okay. Dann müsste ich irgendwas sammeln. Naja, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich denke, ich müsste wahrscheinlich... Keine Ahnung, was ich sammeln müsste. Schade, Mann. Dann gibt es weiterhin Flügel zu kaufen, ne? Die kennt ihr vielleicht schon. Dann kriegen wir weiterhin diese. Habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Dann kriegt ihr weiterhin so ein paar günstigere Skins halt und Münzen oder Powerpunkte wieder. Also wieder so ein Zufallssystem. Junge, auch... Junge, die haben so viel in diesem Zufallsshop. Das ist insane. Da könnten wir auch hier für 79 Gems kriegen wir dann einen von diesen ganzen zufälligen Skins. Ist auch geil, wie die einfach nur dastehen und man die auch nicht drehen kann, sondern einfach nur ein Bild. Ich weiß auch nicht, warum sie das nicht besser gemacht haben. Krass, was alles geht. Okay, was haben sie noch? Was haben sie noch? Das ist neu. Achso, da muss mein Account irgendwie connecten, das mache ich natürlich jetzt nicht. Würde ich 20 Gems kriegen, würde ich natürlich gerne nehmen, aber egal. Und das letzte ist, habe ich auch schon mal irgendwie, glaube ich, gemacht, da kriege ich auch ein paar Gems. Okay, verrückt, was alles geht, hä? Okay, wie ist die Map? Wir müssen gewinnen. Wir müssen es Trophäen farmen. Komm, am besten ist wirklich nicht Power 1 Shelly. Wir machen unsere Penny, die ist eh, oder Miko? Ich denke, die meisten von euch wollen auch eh am ehesten Miko sehen. Wir müssen es nicht mehr betreiben. Wir machen mal Power 7 und ich mache auch kein Gadget, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, kann ich mir eh nicht leisten, perfekt. Okay, was wir natürlich jetzt nämlich schaffen wollen, wir wollen an dieser Skin-Verlosung teilnehmen. Dafür müssen wir einfach, glaube ich, Kämpfe gewinnen oder Kämpfe machen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber es müsste relativ easy gehen. Ja, wird natürlich ein bisschen hart werden, jetzt sage ich ehrlich, ne? Ich darf jetzt vor allem nicht verlieren. Ich glaube, Winstreaks haben sie übrigens auch noch nicht jetzt hier in China. Oh mein Gott. Oh, okay, das war knapp. Okay, ich konzentriere mich mal kurz, hol mir hier ein paar Kisten und dann sollten wir die ersten 60 Trophäen haben. Und da schalten wir schon mal irgendwas frei, habe ich gesehen, beim Pass, keine Ahnung. Und was genau steht da über meinem Kopf? Muss kurz übersetzen lassen. Irgendwas auf Chinesisch natürlich wieder. Sein John steht da. Was ist denn John? Also John, das kenne ich nur als Name. Also J-O-N-H wurde es übersetzt. Sein John. Also zum einen natürlich, keine Ahnung, zum einen natürlich Cubes, dann Leben. Aber was ist sein John? Vielleicht hat Google es auch nicht gut übersetzt. Nee, Litauisch wurde es übersetzt. Nein, nicht Litauisch. Oh. Wir haben auf jeden Fall die ersten Trophäen und kriegen jetzt auch hier erstmal den nächsten Startup. Und zwar einen seltenen. Und ja, es wird dann doch nicht sein John sein. Das, genau, das kenne ich ja. Das sind die Quests. Das sind die Quests und dann müssen wir hier 250 Trophäen erreichen. Das ist die Frage, was hier bei 100 kommt. Und für die Verlosung können wir mal kurz schauen. So, hier haben wir schon die erste Belohnung. 5 Marken. Ja, okay, 5 Marken sind besser als keine Marken. Aber dann kriegen wir gleich den ersten Skin. Boah, easy, holen wir uns. Okay, dann hole ich mir jetzt mal schnell die 5 Siege. Die mir noch, oder die 4 weiteren Siege. Dann sind wir nämlich genau auf 100. Und sollten dann vielleicht mal diesen Story-Modus freischalten, auf den wir die ganze Zeit, auf den werdet ihr bestimmt auch die ganze Zeit schauen, den wir auch schon so in der Vorschau gesehen haben, da in dem Menü. Und kriegen dann eben auch noch die genügend Marken für diese Skin-Auslosung. Genau, und ich will kurz wissen, was es auch wirklich heißt. Also sein John ist es ja nicht. Jo, Jonas, mein Name steht einfach dort. Ach so, nicht sein John. Ich dachte schon, hä, wieso steht da sein John, Junge? Okay, geil, Mann. Das heißt, wir wissen, was da steht und wir gewinnen jetzt auch hoffentlich hier die Runde.
Ja, ich skippe mal zum Schluss. Die Giftwolken sind übrigens lila, wer es nicht wusste, in der chinesischen Version, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Statt grün, weil ich glaube, grünes Gift wird nicht so gern gesehen. Genau, und sobald wir tatsächlich Top 3 sind, können wir auf Verlassen drücken. Das liegt daran, dass in China die Internetzeiten stark begrenzt sind und deswegen halt viele lieber die Runde verlassen, damit sie eben noch länger spielen können, bevor sie halt ewig nach Gegnern suchen und dann, damit sie halt praktisch noch mehr neue Runden starten können. Für uns irgendwie sehr ungewöhnlich, auch wenn man Verlassen drücken sollte, weil die Runden ja eh nicht lange dauern, aber ja. Ich finde es eigentlich ganz cool für China zumindest dann, ne? Okay, tatsächlich gibt es übrigens auch Winstreaks, sehe ich gerade. Sehr, sehr geil. Ja, wie gesagt, ich brauche noch 3 Wins. Die hole ich mir einfach gerade und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, was auch spannend ist, wenn wir Schaden kassieren, dann kommt so eine krasse helle Farbe auch vom Screen, ne? Oder wenn wir auch einen Kill machen, glaube ich. Also hier sieht man es ziemlich deutlich, glaube ich. Und nochmal hier. Ist auf jeden Fall anders. Lol, wenn wir sterben, wird der Screen ganz dunkel. Hey, krass eigentlich. Okay, noch 2 Siege. So, dann nutzen wir jetzt einfach mal die Verlassen-Funktion. Ja, wenn ich in Top 2 bin, kann ich nicht mehr verlassen. Okay, dann machen wir es gleich und dann fehlt uns noch der letzte Sieg, nämlich einfach nur noch geil. Weil ich gerade wissen will, was passiert, wenn ich in die Giftwolken reingehe. Die glitzern auch so schön, hä? Die haben sie nicht als... Ah, die dürfen halt wirklich das Gift halt nicht darstellen. Deswegen sind die so lila und glitzern schön. Interessant eigentlich, wie das aussieht. Eher als wäre es eher positiv und würde healen. Wir kriegen noch einen Star-Drop und zwar einen super seltenen und jetzt die letzte Runde. Okay, dann haben wir 100 Trophäen und kriegen die Verlosung. Ey, ist eine geile Folge, sage ich ehrlich. Also sehr viel spannende Sachen, die es halt auch in der europäischen Version eben nicht gibt. Also genau für sowas finde ich die China-Folgen einfach geil, sage ich ehrlich. Also ich glaube, ihr feiert es ja, glaube ich, auch sehr, einfach mal was anderes zu sehen, was es so gibt und was eventuell ja mal irgendwann bei uns in Europa ankommen könnte. Oh, die letzte Runde läuft überhaupt nicht gut. Das wäre fast schon der Tod gewesen, aber es ist gerade noch so klar gegangen. Ja, nee, ist okay, ist okay. Jetzt, ah, die kriegen auch so eine weiße Fläche, wenn die Schaden bekommen, ne? Ich irgendwie auch. Das ist sehr, sehr ungewohnt. Aber wir haben es geschafft. Kommt Top 4. Und dann drücken wir jetzt auf Verlassen. Oder hier weiter? Ich drück mal Verlassen. Lol. Jetzt bin ich einfach weg. Kriege jetzt hier die Streak noch. Aber ich habe es geschafft. Sehr, sehr geil. Oh, was neu? Okay, da ist was Neues aufgetaucht. Ich hoffe, man sieht es unter der Cam. Sonst gerne mit dem Cutter gerne die Cam verschieben, falls sie jetzt im Weg ist. Wir holen aber zuallererst mal hier erstmal 400 Trophäen Juwelenjagd ab. Oh mein Gott, es ist der neue Modus. Oh mein Gott, es ist der neue Modus. Ich bin so gespannt, was da jetzt alles drin ist. Wir können eine ganze Menge abholen, müssen so Sterne sammeln. Okay, erstmal das andere, Sekunde. Also erstmal hier, da kommen wir da hin. Ah, das ist einfach dieses neue Menü. Das ist das neue Menü jetzt, okay. Okay, erstmal ganz kurz die Skin-Verlosung noch, dass wir die jetzt nicht vergessen. So, nämlich hier abholen. Wir haben nämlich Kämpfe gewonnen, zack. 5-mal, zack. Sehr geil, hier kriegen wir 50 von diesen T-Shirts. Das ist halt schon ganz geil. Dann sollten wir ja eigentlich jetzt in der Verlosung teilnehmen, oder? Ah, dieser El Primo-Skin kostet 50 direkt. Nee, ich will mal Zufall probieren. Oder muss ich die einzeln antippen? Ah, ich muss die, glaube ich, einzeln... Ach so. Ich muss die einzeln antippen. Also es ist keine Verlosung, es ist eher halt wirklich, dass ich die aussuchen kann. Aber da die jetzt nur 20 kosten, die günstigen, kann ich mir jetzt auch jetzt 3 Skins kaufen, oder? Das ist schon krass. Das, mal schauen. Okay, wir beginnen. Oh, am coolsten ist der Sprout, glaube ich. Zack. Ich habe einen Postengang bekommen, glaube ich. Hey, wie geil. Der ist weg. Dann den hier, den Ems. Und den Starer. Ja, das ist geil. Das ist geil. Jetzt wieder zurück ins Menü. Lol. Was ist da für ein gelber Button noch da außen? Keine Ahnung, geht irgendwie nicht. 3 Skins einfach mit 5 Spielen bekommen. Fair. Oh, wir müssen aber erst den Brawler freischalten, um den Skin nutzen zu können. Stimmt. Ach so. Ja, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Also Ems haben wir leider auch nicht. Perfekt. Und den haben wir leider auch nicht, den Tara, oder? Nee, Tara haben wir... Na, perfekt, okay. Jetzt habe ich alle 3 Skins, aber habe keinen einzigen Brawler dafür. Perfekt, auf jeden Fall. Aber cool, coole Aktion, muss ich wirklich sagen. Guck mal, easy gratis Skins. Da oben ist ja noch so ein 0 Sterne. Es sind so viele Sachen, die ich nicht verstehe. Ah, doch, stimmt. Das ist jetzt ein neuer Update. Okay, wir schauen rein. Jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt dieses neue Update. Also erstmal hier der Pass, genau. Der Pass ist weiter... Okay, die sind, glaube ich, getrennt. 100 Credits kriegen wir noch, geil. Ah, die Credits können wir für die Box wieder verwenden. Sekunde, stimmt noch. Ah, ist noch zu teuer. Müssen wir dann den Next irgendwie nutzen. Okay. So, wie geht das jetzt? Kann ich die draufdrücken? Ich habe schon einen Stern bekommen. Wieso? Hä? Ich muss kurz lesen, was da steht. Ah, ich muss Level 9 einfach erreichen mit dem Brawler. Ah, das ist einfach. Das ist eine Sternebelohnung fürs Freischalten. Das heißt, die ganzen Brawler, bei denen ich jetzt hier einen Stern kriege, kriege ich, weil ich die schon Power Level 1 habe. Also einfach halt freigeschaltet habe praktisch. Ne, das heißt hier, Cold, Barley, Nita, das sind meine ganzen Brawler, die ich einfach freigeschaltet habe. Da kriege ich automatisch einen Stern für. Und einen zweiten würde ich bei Penny zum Beispiel bekommen oder bei allen anderen Brawlern, wenn ich dann Power Level 9 erreiche.
dann kriege ich einen zweiten Stern. Ist eigentlich sehr verständlich, ne? Wie kriege ich jetzt noch einen Brawler? Wie kriege ich überhaupt Brawler, wenn der Starpfad nicht mehr existiert? Es muss ja über, ach so, über, hier, über den Trophäenpfad oder halt über diese Boxen, ne? Ah, da sehen wir es jetzt. 7 Sterne. Okay, jetzt wird's spannend. Okay. Wie geht das jetzt? Da ist das Buch, ne? Übel geil. Sag ich ehrlich. Wie geil ist das denn bitte? Beginnen Sie Ihre eigene Sammelreise. Brawl begleitet Sie auf Ihrem ganzen Weg. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen auf dem Cover. Kann ich das irgendwie machen? Namen eintragen? Nee. Okay, da sehen wir schon. Da können wir jetzt so Sachen sammeln. Und da gibt's so einzelne, oh, da gibt's so einzelne, wie kann man sagen, Themen praktisch, ne? Das ist praktisch hier, das Wildwestern-Thema, glaube ich. Dann hier das Chester-Mandy-Thema, ja, da sehen wir Süßigkeiten-Thema. Es ist einfach so ein Sammelalbum praktisch, ne? So ein Fotosammelalbum, Sticker-Sammelalbum, was vielleicht die meisten kennen. Gerade vielleicht früher Panini oder so, Fußball-Sammelbilder. Kennen vielleicht auch viele heute noch. Und das praktisch für Brawl Stars direkt im Spiel drin. Ist originell. Hey, fände ich ganz geil auch eigentlich, oder? Ja, manche würden sagen, ist vielleicht unnötig, aber ich finde es geil. Ja, das ist übel geil. Einfach so ein paar Fotos hier sammeln, einkleben und dafür muss man halt spielen. Okay, also insgesamt eine ganze Menge Themen und wir 0 von 57. Und da gibt es auch so verschiedene Währungen. Oh Gott. Die goldene hier. Anzahl der legendären Sammlerstücke ist das. Ah, und dann gibt es epische Sammlerstücke und das sind dann die gewöhnlichen Sammlerstücke praktisch. Ah, dann müssen wir jetzt auf die verschiedenen Seltenheiten auch noch hoffen. Und hier ist noch so teilen. Ah, ich schätze, ich kann mein Buch hier teilen auf Social Media auch noch. Hey, wie geil einfach. Noch Fragezeichen. Okay, da ist es einmal erklärt. Also links steht, erledige Aufgaben und erhalte die Möglichkeit, Sammlerstücke zu öffnen. Das haben wir schon gemacht. Das werden wir gleich machen. Schalte die mysteriöse Sammlung frei dann als zweites und als drittes. Umfangreiche Themensammlung zur Präsentation exquisiter Sammelalben. Also als letztes halt einfach, dass wir wahrscheinlich die Sachen dann halt irgendwie präsentieren oder anschauen können. Okay, jetzt wird's spannend. Was geht hier ab? Ach Junge, ich muss die ganze Zeit übersetzen. Sir Spike begrüßt uns, natürlich Sir Spike, man kennt ihn. Willkommen im Sammelbuch. Sie haben 7 Wachstumssterne gesammelt. Möchten Sie diese Sammlung sofort öffnen? Da würde ich mal sagen, was steht hier? Ich glaube 7 halt einfach öffnen, ne? Und jetzt wird zufällig generiert. Boah, es ist schon geil gemacht. Und let's go. Der sucht jetzt für uns zufällig, wie in so einem Videospiel einfach, diese Alben. Öffnet er jetzt so ein Geschenk für uns, Nummer 40 einfach. Hä? Übel geil. Übel. Hä, wie geil. Und jetzt kommt er einfach. Das haben wir jetzt bekommen. Mandy und Chester für Süßigkeiten-Thema direkt. Herzlichen Glückwunsch zum Erhalt der Candy Wars Themenkollektion Nummer 40. Der aktuelle Fortschritt beträgt 1 von 57. Also 57 Stück können wir insgesamt sammeln. Ah, und jetzt ist er direkt im Buch eingetragen. Okay. Das ist geil. Ich weiß nicht, was für eine... Ah, da steht die Seltenheit. Episch. Episch ist es. Okay. Also schon mal eine ordentliche Seltenheit auch gezogen direkt. Okay, weiter. 6 Stück haben wir jetzt noch. Mal schauen, was wir noch so ziehen werden. Einfach mal drauf los. Ist originell, sag ich ehrlich. Ist echt originell. Mal schauen, was wir jetzt als nächstes kriegen. Das sind immer so einzelne Bilder, glaube ich, einfach aus den Brawl Stars Updates und Themen. Mal sehen, wie er das hält. Nummer 32. Wie geil auch die Animation ist. Die ist echt geil gelungen. Da freut er sich. Und... Dschungel-Update, wenn ich es richtig sehe. Okay, 5 Stück haben wir noch. Mal schauen. Ich habe jetzt gerade nicht die Seltenheit nachgeschaut. Stimmt, egal. Können wir gleich nochmal machen, was für eine Seltenheit wir gerade gezogen haben. Ich habe zumindest nicht erkannt, was es ist. Nummer 54 jetzt. Und ich hoffe auf irgendwas Gutes. Mal schauen. Und wie er schaut. Es ist Buster Season mit Gas. Geisterzug, ne? Okay, wir sehen 3-mal episch bisher scheinbar. Okay, das ist okay. Ist okay. 4 bleiben aber jetzt noch übrig. Also sowas kann ich mir jetzt schon sehr gut auch in unseren Brawl Stars vorstellen, weil... Ich weiß nicht, ich meine, alles kann ja bei uns kommen, theoretisch. Die arbeiten ja auch natürlich irgendwo zusammen. Weil ich glaube, inzwischen arbeiten sie auch relativ unabhängig in China. Aber sie brechen sich schon noch ab, soweit ich weiß. Und noch ein Eintrag. Das ist legendär, oder? Wenn es so gelb ist. Nee, ich glaube nicht. Wo sehe ich denn die Seltenheit von dem Ding? Check ich noch nicht so ganz. Okay, die letzten 3. Die letzten 3, Leute. Die Schleife wird geöffnet. Die Animation dauert schon... Ja, ich finde die Animation eigentlich ganz cool. Jetzt Candyland wieder. Nummer 45. Oh, wir haben die Stickersammlung gezogen. Von Rosa. Geil, ich habe mich schon gefragt, wie wir die auch kriegen können. Die kann man schon mal auch direkt einfach ziehen, diese Sticker-Sammlung. Okay, letzter Pull. Aber 7 Stück auf einmal ist schon krass. Wenn wir alle Brawler gehabt hätten, hätten wir dann instant alles bekommen. Ich würde mal vermuten, dass manche vielleicht schwieriger sind, freizuschalten. Keine Ahnung, Mann. Und irgendwie haben wir auch relativ ähnliche bekommen. Wir sehen es hier, die komplette Seite ist eigentlich schon voll. Ich feiere es extrem, sage ich ehrlich. Ist halt mal was anderes. Ist halt schon cool. Wäre jetzt nichts, was das Spiel halt um Welten verändern würde. Aber es ist halt einfach ganz originell hier, das Sammelalbum. Kann man sich dann alle Anträge einfach anschauen und teilen. Nicht vergessen, am 24. Februar um 16 Uhr kommt meine eigene Handyhülle raus. Über jonas.shop oder über den ersten Link in der Beschreibung. Könnt ihr jetzt schon eure E-Mail eintragen und damit eine Benachrichtigung bekommen. Und ansonsten, danke für jeden Support. Lasst gerne ein Abo da für mehr Brawl Stars. Und war sehr interessant zu sehen, was wir heute alles zu sehen bekommen haben. Haut rein, danke fürs Zuschauen. Ciao.